Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück hier in unserem kleinen Retro-Eck. Wir spielen World of Warcraft Classic auf einem Classic-Server. Moin, sind offensichtlich nicht alleine und hauen jetzt diesen Präriewolf kaputt, weil wir es können. Wir sind hier fleißig am Zeug sammeln. Wir brauchen Sturz, Flieger, Trophäen und alles mögliche an Gedönse. Herzen, Pfoten, Federn. Also wir sind gerade sehr unterwegs zu looten und zu machen und zu tun. Irgendwie werden aber nicht alle Quests verfolgt, was mich etwas verwirrt. Dies will ich verfolgen. Das will ich verfolgen. Den will ich verfolgen. Ach, man kann nicht so unendlich viele verfolgen. Egal. So, wir brauchen noch Ebenenschreiterkrallen. Das heißt, wir suchen noch Ebenenschreiter. Da ist einer. Los geht's. Du kannst leider nicht fliehen, armer Ebenenschreiter. Es tut mir leid, aber das Land muss auch was zurückgeben. So ist das nun mal. Deine Federn. Ausgerupfte Feder. Ja, leider war das nicht das, was wir brauchen. Brauchen wir noch was von Periwölfen? Herz eines Periwolfs haben wir. Nee, mit Wölfen sind wir erstmal durch. Gucken wir mal in die andere Richtung. Da ist noch so ein ausgewachsener Schreiter. Machen wir damit mal weiter. Das reimt sich. Kann das nicht schlecht sein. Zip. Einmal zum Bluten bringen, das Vieh. Hey, nicht so fies werden hier. Wird man nicht komisch hier, ja? So. So, also vergiftetes Wasser wäre jetzt erstmal komplett. Windfuriengefahr. Haben wir noch, aber wir brauchen noch Knochen eines. Also das machen wir auch mal gerade noch mit. Und die Sturzflieger-Geschichte, die können wir auch noch mitmachen. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg und suchen eben fix die Sturzflieger. Die waren etwas weiter in diese Richtung, gab es da mehrere von. Und Flachlandpuma brauchen wir halt noch. Schuppe eines Ebenenschreiters. Da dürfen wir wohl nur normale Ebenenschreiter angreifen und nicht ausgewachsene Ebenenschreiter. Ich glaube, das Spiel macht tatsächlich Unterschiede. Ich bin mir nicht sicher. Wir greifen einfach mal weiter Ebenenschreiter an. Irgendwann wird einer von denen schon eine Schuppe verlieren. Zwangsläufig. Muss. Es muss. Ja. Und immer feste drauf. Den haben wir weg. Ausgerupfte Feder. Nächster Ebenenschreiter. Du, ich mach euch alle weg, wenn ich die ganze Spezies ausrotten muss. Ich brauche eine Schuppe von euch. Komm schon, irgendeiner von euch muss doch eine Schuppe verlieren. Nein? Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Vielleicht sind die so fest. Bombs. Sieht einfach so geil aus, wenn die einfach mit ihrem Ding da drauf heiert. Da, irgendwas habe ich eingesammelt, aber es war nicht das, was wir brauchen. Was sagt denn die Bag? Die fühlt sich schon so voll an, aber ist sie noch nicht. Da ist ein Bergpuma. Flachlandpuma. Los geht's. Oh, schade. Ich muss näher. Ja, machen wir. Er hat mich leider vorher entdeckt. Ich brauche dein Herz. Gib es mir. Erinnert mich ein bisschen an Darksiders, muss ich gerade sagen, ne? Da sind wir auch gerade auf Herzsuche, aber hey. Ja, schade, kein Herz. Da ist noch einer. Du, ich bräuchte mal dein Herz. Wie sieht's aus? Was meinst du? Nein? Neue Tasche wäre auch mal ganz geil, aber am Anfang, ich glaube, das dauerte, bis man die erste Tasche sich leisten konnte und auch bekam. Da ging etwas Zeit ins Land. Knochen eines Flachlandpumas. Brauchen wir das auch für irgendwas? Nö. Doch, offensichtlich. Was sagt die Bag? Die Bag ist voll. Bedeutet, selbst wenn wir jetzt noch was finden würden an Quest-Items, wir können sie nicht mehr mitnehmen. Und da ich dringend Geld brauche, um mir bessere Rüstung zu kaufen, bringen wir den Scheiß erstmal zurück und machen dann gleich weiter. Es ist ja nicht so weit. Den Weg können wir auch wieder zurückgehen. Das schaffen wir wohl. Auf dem Weg dorthin machen wir diesen Wolf hier noch weg. Nee. Bam. Bringt alles Erfahrungspunkte, ne? Muss man so sehen. Er wollte eh nichts looten. Nichts Lootbares verlieren, insofern. Alles gut, den nehmen wir auch noch mit, komm. Läuft.
So, Automatik laufen an, Kaffee rein und dann läuft die Kiste. Kümmern wir uns erstmal um das vergiftete Wasser, auf dass wir das wieder sauber kriegen. Damit die hier entsprechend wieder was zu süffeln haben, ne? Das ist wichtig. Wasser ist wichtig. So, ist auch nicht mehr allzu weit. Oh, ein... Oh, mal sehen, und? Er wird nicht aggro. Jetzt wird er aggro. Jetzt brauchst du auch nicht mehr aggro werden. Jetzt bin ich schon zu weit weg. Und durchs Wasser kommt er wahrscheinlich nicht. Mal sehen, ob er uns hinterher schwimmt. Das würde mich wundern. Tatsache! Und da greifst du sogar an? Wie geht das denn? Du musst doch eigentlich ertrinken. Er ist noch aggro auf uns. Aber er ist offensichtlich verschwunden. Wahrscheinlich ertrunken. Anders kann ich mir das nicht erklären. Muss ja. So, wo war denn der Questgeber? Das ist die Frage. Das, ich glaube, das war der neben dem Haus da vorne. Ich glaube schon. Oder im Haus? Da ist er. Bringen wir ihm mal die Sachen für das Totem. Moin, Hanawa, was auch immer. Ich habe euch erwartet. Ja, ich weiß. Sehnsüchtig vermutlich, ne? Habt ihr die Tatzen und die Krallen, Blaufuchs? Hab ich. Das habt ihr gut gemacht, Blaufuchs. Ich werde ihre Macht jetzt an einem Totem der Erläuterung binden. Mögen die Vorfahren euch schützen. Winterhufsäuberung. Ich habe das Totem angefertigt und den Wasserbrunnen der Winterhufe zur Säuberung. Jetzt müsst ihr es zum Brunnen bringen und ein Säuberungsritual durchführen. Ihr findet ihn im Südosten, bewacht von elenden Goblins. Das wird keine leichte Aufgabe, aber ihr müsst es tun, wenn wir jemals wieder sein Wasser trinken sollen. Viel Glück, Blaufuchs. Benutzt das Läuterungstotem der Winterhufe beim Wasserbrunnen der Winterhufe und kehrt dann zu Mull Donnerhorn zurück. Annehmen. Okay. Ich räume nur gerade mein Inventar noch leer. Ich habe hier nämlich so sehniges Wolfsfleisch und so den ganzen Kram. Das brauchen wir alles nicht mehr. Läuterungstotem. Geht los. Den sprungenden Schnabel brauchen wir auch nicht. Bisschen Platz schaffen hier. Wie viel Geld haben wir inzwischen? 3,86. Reicht das jetzt mal für ein neues Rüstungsding? Also, die Hasenpfote kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Das. Das nicht. Das nicht. Das ja. Das auch. So. Ich werde jetzt gern diese Rüstung, weil 102, Alter, das ist schon ein Unterschied. Ne? Deswegen nehmen wir den Kram jetzt mal. Oh, und die ganze Kohle wieder weg, ey. Ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll ist, Klamotten zu kaufen. Sagt mir bitte nicht in den Kommentaren, das ist komplett sinnlos, das ganze schöne Geld. Hm, könnte sein. Könnte sein. Wir werden es nie erfahren. So, wo müssen wir hin? Das machen wir mal weg. Das brauchen wir jetzt. Säupert den Wasserbrunnen der Winterhufe. Wo war das jetzt, Kerz? Bla 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 bla. Das ist keine leichte Aufgabe. Ihr findet ihn im Südosten. Also in diese Richtung. Das wird wohl dieser Brunnen sein, wo diese komischen Leute da rumstanden, die wir schon mal alle vernichtet haben. Insofern wird das wohl doch nicht so schwer werden. Das war ja letztes Mal gar nicht so schlimm. Schauen wir mal. Wenn wir hier einen Ebenenschreiter sehen, sollten wir den auch verprügeln. Ich habe das Gefühl, wir müssen die Schuppe von so einem normalen Ebenenschreiter von hier organisieren. Mal schauen. Aber jetzt erstmal gemütlich zum Brunnen. Ganz entspannt. Hier scheint auch gar nichts mehr zu sein. Alles weggemeddelt oder was? Da scheint wohl niemand fleißig gewesen zu sein. Oh, moin. Winterhoof. Ja, wir sind richtig. Das ist das. Machst du hier schon fleißig? Ich bin dabei. Benötigt Wasserbrunnen von Winterhoof. Dann wollen wir ihn mal säubern. Bams. Säubert den Wasserbrunnen von wieder abgeschlossen. Abgeschlossen. Dann können wir auch wieder zurückgehen. Und sagen ihm mal Bescheid, dass wir das erledigt haben. Und dann machen wir erstmal weiter mit der nächsten Sammelquest, wo wir hier das Herz und so weiter noch sammeln müssen. Erstmal die Sammeldinger. Dann haben wir die los. Und dann geht das munter weiter. Wir könnten mal langsam wieder so einen Kriegerlehrer gebrauchen.
Ich müsste mal wieder leveln. Also meine Skills leveln. So, munter zurück. Stiga, Level 11. Was sind wir inzwischen? Wir sind 7. Na, oh, siehst du. Dum, dum, dum. So, Freund, ihr könnt wieder aus diesem Brunnen trinken. Ist alles wieder gut. Die Nachricht von eurer Tat hat mich soeben erreicht. Die Tiere im Umkreis des Brunnens trinken bereits wieder gierig daraus. Ihr habt dem Land einen großen Dienst erwiesen, Blaufuchs. Und ihr habt dem Volk der Tauren einen großen Dienst erwiesen. Quest beenden. Oh, er hat noch einen für mich. Totem der Donnerhörner. Um das Läuterungstotem der Donnerhörner zu erschaffen, benötigt ihr die Klauen der Raubtiere der Mulgoren-Ebene. Jagt Präriepirscher wegen ihrer Pirscherklauen und Flachlandpumas wegen ihrer Puma-Klauen und kehrt dann zu mir zurück. Ihr findet die Präriepirscher und Flachlandpumas im Osten und Westen. Wir sehen uns wieder. Das tun wir. So, aber bevor wir das machen, Sturzfliegerjagd. Das machen wir jetzt weiter. Wir sammeln jetzt Sturzflieger. Kiele. Eins nach dem anderen, ne? Eins nach dem anderen. Wird ja sonst zu stressig hier. Kriegsheld Eisenhorn. Auch ein schöner Name. Wer kommt uns hier entgegen? Mit Nitzbin wieder. Moin, Metal. Wir haben uns ja schon mal gesehen. Es ist halt doch eine kleine Familie hier, ne? Die Welt ist nun mal ein Dorf. So, ich freue mich schon auf nachher die großen Hauptstädte. Meistens bildet sich ja immer so eine Stadt als die zentrale Stadt raus. Das ist hier, glaube ich, Ogrimmar wird es vermutlich wieder sein. Da ist ja natürlich dann entsprechend Treiben, ne? Da geht dann auch gut was ab. Aber bis dahin haben wir noch einiges vor uns. So, mal sehen. Was machst du da hinten? Fleißig was zum Töten? Fertos, Stufe 6. Präriepirscher. Da sind Sturzflieger. Level 9, ey. Oh, 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 oh. Na gut, da müssen wir uns wirklich einen nach dem anderen immer vor heranziehen, sonst wird das gefährlich. Oh, gleich mal hier bluten, bluten, bluten. Nicht bereit. Wir dürfen ja jetzt ein bisschen mehr aushalten. Munter drauf, munter drauf. Ah, der hat mich nochmal umgeschmissen, die Sau. So, was haben wir denn hier? Das Ding, kleines Ei, ausgezupft. Wir nehmen mal wieder alles mit, weil man kann es halt auch verkaufen. Das lohnt sich schon durchaus. So, dann nehmen wir uns ihn hier noch vor. Nee. Von euch brauche ich, glaube ich, die Tatzen. Wenn ich noch recht informiert bin. Also irgendwas sollten wir da auch sammeln. Wir sammeln einfach munter alles, was geht. Fang mal an, ein bisschen zu bluten. Hm. Keine Tatze. Oh, hier sind zwei auf... Ah, das ist der Pirscher. Und das ist ein Präriewolf. Ah, wir brauchen den Pirscher. Alles klar. Alter Ebenenschreiter. Kümmern wir uns erstmal um den. Er sieht auch wirklich alt und stark aus. Schrei doch nicht so laut, Mann. Alles wird gut. Alles wird gut. Oh, er hat irgendwas gemacht. Irgendwas Ungutes. Da. Stoppwolke. Verringert die Trefferchance um 32%. Oh oh. Der setzt mir doch ordentlich zu. Beinfleisch. Mmh, lecker. Ich wollte schon immer mal wieder Beinfleisch essen. So, bevor wir weitermachen, kurz sleepen und uns racken. Dann kann ich so lange mal hier Kaffee trinken. Wir wollen ja nicht zu viel Brot verbrauchen. So, Präriepirscher. Der ist als nächstes dran. So, das soll reichen. Und los geht's. Und zum Bluten bringen und dann munter draufhauen. Und aufschlitzen die Sau. Na, das klappt doch ganz gut. Seniges Fleisch ist leider nur nicht das, was wir wollen, ne? Naja, so ist das nun mal. War ja nicht gerade eben noch so. Da ist einer. Ein Sturzflieger. Oh, nix wie ran an den. Hat sich gleich ausgesturzfliegert. So, warte. Ich bin außer Reichweite. Jetzt aber. Njong. Oh, hat mich gleich umgetackelt, die Sau. Das war nicht schlecht. Oh, da kommt wieder so eine Herde lang.
Mit denen legen wir uns lieber nicht an. Das kann nur ungut enden. Bin ich mir ziemlich sicher. So, ich bräuchte die drei, ja. Also. So viel Loot. So. Vier haben wir schon mal. Wir brauchen aber noch mehr. Das reicht noch nicht. Das ist noch nicht genug. Vier sind nicht genug. Wir müssten doch noch mehr Sturzflieger herumeiern. Da ist wieder so eine Kodo-Herde. Ganz schön viel unterwegs, so. Da ist ein alter Ebenenschreiter. Wollen wir uns mit dem wieder anlegen? Der hat mir vorhin ordentlich zugesetzt. Aber ich brauche immer noch eine Schuppe. Insofern hilft es nichts. Es muss passieren. Ich weiß, du bist alt und edel, aber ich brauche eine Schuppe. Weißt du nicht, wer mir die gibt? Vielleicht du. Vielleicht auch nicht. Gesprungener Schnabel. Nein, das war nicht das, was wir wollten. Und da kommt wieder mal Werbung für Gold rein. Geil. Will ich aber auch nicht. So. Hier müssen doch immer noch so Sturzfliegerviecher sein. Die sind doch überall gewesen vorher. Ich musste doch extrem aufpassen und immer ausweichen, um ihnen nicht in die... Da ist einer. Um ihnen nicht in die Quere zu kommen. In den Hügel hier. Wir müssen richtig hoch in die Hügel rein. Dann läuft das. So. Dich angreifen. Möglichst auch nur dich und nicht irgendwie den Wolf dann noch triggern. Ihr seid betäubt. Ja, ja, weiß ich. Oh, scheiße. Der Wolf wird kommen. Er wird kommen. Und dann werden wir Probleme bekommen. Ah, nein. Noch nicht. Alles wird gut. Es wird alles gut werden, Leute. Ich sag euch das. Ah, scheiße. Bitte, Wolf. Aggro nicht. Aggro mich nicht. Ja, so, schnell was essen. Alles wird gut. Alles wird gut werden. So weit, so gut. Da oben sind diese komischen Zwerge, da müssen wir auch noch hin. Ihr erinnert euch, deren Werkzeuge wir uns organisieren sollten und dann in einer Schmiede kaputt hauen. Auch das. Ihr müsst stehen, um etwas plündern zu können. Ach, das kann man nicht im Sitzen. Ja, siehst du. Ist auch sehr kompliziert, im Sitzen zu plündern. Das geht gar nicht. So. Du bist der Nächste, mein Freund. Pirscha. Oh, scheiße, da ist noch gleich ein Kollege. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Du musst gar nicht feststellen, dass ich hier deinen Freund gerade am Abschlachten bin. Das musst du gar nicht wissen. Wird alles gut. Ich kümmere mich gleich um dich. Ah, also, so. Ah, der ist weggerannt. Okay. Ich brauche noch so einen Sturzflieger, Heini. Ist hier noch irgendwo was? Oh, scheiße. Naja, so ein Puma, Flachland-Puma-Herz brauche ich auch noch. Alles gut. Wir können uns da ruhig noch austoben. Ist gar kein Problem. Puma-Clown. Ach nee, Puma-Clown waren es. Die brauchten wir. Grabungsstätte von irgendwas, irgendwas, irgendwas. Ist okay. So, den hauen wir jetzt noch um. Dann ist es auch gleich leider schon wieder soweit. Ich sehe an der Uhr schon, dass das, der Hahn gleich wieder krähen wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Diesmal aber ist auch der letzte Part für heute für den Ausnehmen. Und diesmal werden wir uns vorher aber mit dem Ruhestein zurück in die Taverne begeben, damit wir dann während meiner mindestens wieder einwöchigen Pause ordentlich schön uns den Buff organisieren. Also nehmen wir jetzt den Ruhestein. Eiern gemütlich nach Hause zur Taverne. Ach, guck mal, da hinten ist einer. Siehst du. Strowman! Stufe 8. Zack. So, und werden nämlich unsere Pause dann hier in dieser Taverne verbringen. Das ist doch ganz gut. Sieht man eigentlich auch irgendwo, dass wir jetzt gebufft werden oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, unser Porträt leuchtete in der Vanilla-Version so gelblich, aber das haben wir jetzt ja nicht mehr. Aber gut, ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann jetzt hier einen Break. Ich setze mich mal hin. Zack, zack, zack. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann werden wir die weiteren Loot-Quests erstmal machen und uns vielleicht dann um die Zwerge kümmern.
Bis dahin euch viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.